The whirlwind of news. Der Nachrichtensturm in der Woche vor den Wahlen, von Spekulationen über Trumps Verbindungen zu Russland hin zur Ankündigung des FBI, eine neue Untersuchung der Clinton-E-Mails zu starten, hat einige der jüngsten WikiLeaks-Enthüllungen überschattet. The Real News hebt drei der bemerkenswertesten hervor. Nummer 1. Ich habe keine Fragen von CNN erhalten. Der Donner-Brasil-Skandal befasste sich ursprünglich mit der Frage, ob die ehemalige CNN-Mitarbeiterin dem Clinton-Lager im Vorfeld einer Präsidentschaftsdebatte eine Frage zukommen ließ. Folge-E-Mails bestätigen dies nicht nur, sondern zeigen auch, dass sie mindestens zwei Fragen an John Podesta, den Vorsitzenden der Clinton-Kampagne, weitergeleitet hat. Die erste Frage kam von einer Bewohnerin von Flint, Michigan, zur Bleivergiftungskrise der Stadt. Wie Brasil Podesta mitteilte, wollte die Fragestellerin wissen, was, wenn überhaupt, Hillary als Präsidentin unternehmen würde, um den Einwohnern Flints zu helfen. Ich möchte, dass wir uns vollständig der Beseitigung von Blei widmen, wo auch immer es sich befindet. Die zweite Frage, die ebenfalls kurz vor der Sanders-Debatte eingereicht wurde, bezog sich auf die Todesstrafe. Hier ist eine, die mir Sorgen bereitet, sagte Brazil, bevor sie die Frage weiterreichte. Wie können Sie nach wie vor Ihre Haltung gegenüber der Todesstrafe wahren? Brazil hat mittlerweile bei CNN gekündigt. In einem Bericht für Politico kritisiert Jack Schaefer CNN sowie die heutige Kultur des TV-Expertentums und schrieb, Brazil sei kein Einzelfall. Das gesamte Ökosystem bezahlter parteiischer Quasselstrippen müsse adressiert werden. Nummer 2. John Podesta, Clintons Kampagnenchef, befindet sich seit Februar 2015 auf der Gehaltsliste eines der größten Geldgeber für Clinton, der Sandler Foundation. Die Gründer Herbert und Marion Sandler, die ihre Wurzeln in der Bankindustrie haben, zahlten Podesta $7,000 im Monat für Beratung und andere Aufgaben. Gleichzeitig erbat Podesta von den Sandlers und ihrer Stiftung Spenden für die Clinton-Kampagne. Vor zwei Jahren äußerte sich Herbert Sandler zu einer Studie, die zum Ergebnis kam, dass die USA nicht länger als Demokratie bezeichnet werden könne. Das ist exakt, was Marion und ich schon seit einiger Zeit denken. Es ist schrecklich, schrieb er. Nummer 3. Eine weitere E-Mail zeigt, dass sich das Clinton-Lager Sorgen um Medienanfragen zur Verbindung zwischen dem Außenministerium und Tenio macht. Ein Memo des Tenio-Mitgründers und engen Bill-Clinton-Beraters Doug Band aus dem Jahr 2011 beschreibt ausführlich eine Verbindung zwischen dem Außenministerium und Tenio Holdings. Band schrieb, er habe sich seit Präsident Clinton das Amt niederlegte, darum bemüht, seine Aktivitäten inklusive seiner Partnerrolle bei Tenio zu nutzen, um die Clinton-Stiftung zu unterstützen, auch finanziell. Unter diesen Zuwendungen befinden sich $4,3 Millionen von Coca-Cola, $1,1 Millionen von Barclay und $780,000 von Dow Chemical. Viele kritisierten Tenio auch dafür, Clinton-Gefolgsleute zu beschäftigen, darunter auch die Top-Beraterin Huma Abedin. Wenn Trump sagt, die Wahl sei manipuliert, dann ist sie das vermutlich nicht so, wie er das meint. Jedoch merken die Menschen, dass dieses System manipuliert, abgeschottet und von einer Reihe von Insidern kontrolliert wird. Diese Podesta-E-Mails bestätigen diesen Eindruck.